Herr Geißler, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Wir sind Extraherz, ein Studentenmagazin, und uns als Studenten würde brennend interessieren, wie damals Ihre Studentenzeit ausgesehen hat. Wie sind Sie denn damals mit dem ganzen Prüfungsstress zurechtgekommen? Ja, wir waren wesentlich freier, nicht? Wir haben, also man wurde nicht jedes Semester 7-mal geprüft oder so. Und insofern hat man das Studium relativ selbstständig gestaltet. Und dementsprechend ist es auch dann manchmal länger geworden bei einigen, nicht bei mir, nicht, weil ich, meine Eltern hatten nicht so viel Geld und deswegen musste ich mein Studium, das Jurastudium, in der knappsten Zeit fertig machen. Aber es war eben nicht so schulisch organisiert, wie das heute der Fall ist. Sind Sie denn schon mal durch Prüfungen gefallen? Nein. Durch gar keine? Nicht eine einzige. Aber so ein glanzvoller Student bin ich auf der anderen Seite auch nicht gewesen. Dafür, ich habe mich auch für andere Sachen interessiert, nicht? Ich habe nicht nur studiert. Genau das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Waren Sie eher der Vollzeitstudent oder gab es auch ein Leben außerhalb des Studiums? Ja, ein intensives Jahr außerhalb des Studiums, das ist wahr. Darf ich fragen, wie das ausgesehen hat? Ja, was soll ich jetzt sagen? Das ist etwas, bringt mich in eine leichte Verlegenheit, aber ich will es mal kurz. Also, erstens habe ich auch Musik gemacht und ich habe viel, viel Sport gemacht, ich habe mich sehr engagiert. Ich habe mich politisch engagiert, sehr. Ich war den Ring christlich-demokratischer Studenten in Tübingen gegründet und war halt auch kommunikativ mit allen Studentinnen und Studenten, die es halt gab. Die Folge war, dass ich jedes Semester das Zimmer wechseln musste, weil die Zimmerwirtin mit meinem Leben nicht ganz einverstanden war. So, also ich habe ein schönes Studentenleben gehabt, das ist wahr. Und das wünsche ich eigentlich allen Studentinnen und Studenten heute auch. Herr Dr. Geißler, in diesen Tagen beginnen viele junge Menschen ihr Studium an Universitäten und Fachhochschulen. Welche Tipps möchten Sie denn den sogenannten Erstis mit auf den Weg geben? Also ich kann eigentlich nur empfehlen, dass man sich in dem ersten Semester oder einfach mal den Stoff des Studiums, sich das einmal genau anguckt, nicht wahr? Ob das einem passt, ob man dafür auch richtig ausgebildet ist, ob man dazu eine Neigung hat. Es geht ja nicht nur um die Neigung, sondern es geht ja auch um die Eignung. Nicht? Das muss man ja auch sagen. Und mancher hat ein Studium angefangen und ist nachher deswegen gescheitert, weil er dafür nicht geeignet war. Er wäre wahrscheinlich für was anderes geeignet gewesen, hat es aber nicht gefunden. Also man sollte am Anfang schon sich ein bisschen umgucken, nicht wahr, was für einen in Frage kommt. Und dann würde ich sagen, unter den heutigen Bedingungen einfach intensiv studieren. Nicht? Also es geht nicht ohne Lernen. Also das ist ganz klar. Es gibt einige Leute, denen fliegt das alles von selber zu, aber bei den allermeisten geht es nur durch Lernen. Und was sehr gut ist, was ich immer, ist natürlich auch nach den Studiengängen unterschiedlich, wenn man es zusammen mit anderen macht. Also weil Geisteswissenschaften, Sprachen, aber auch Juristen, Volkswirte, die sind wirklich gut dran, nicht wahr, wenn sie zwei, drei Kolleginnen, Kollegen, Kommilitonen, Kommilitonen finden, mit denen sie zusammen studieren. Ich war, dass man das auch zusammen erarbeiten kann. Also das, glaube ich, wäre immer eine große Hilfe. Bei der Musik ist es ja ähnlich. Sie sind heute Gast an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Eigentlich treten hier eher Künstler und Musiker auf. Was hat Sie dazu bewegt, trotzdem diese Einladung anzunehmen? Ja, von meinen Söhnen her, von meinen Kindern her, die Preisträgerjugend musiziert waren, Mitglieder des Bundesjugendorchesters. Ich selber habe mich mein ganzes Leben lang engagiert für die Musik, war auch als Bundesminister mal längere Zeit zuständig für Jugend musiziert. Und ich finde es einfach eine der schönsten Seiten des menschlichen Lebens, überhaupt der gesellschaftlichen Welt, dass es Musik gibt und dass wir eben auch die Aufgabe haben, nicht nur die Menschen auszubilden in den kognitiven Fächern, die Lesen, Rechnen, Schreiben, was in der Schule im Vordergrund steht, nicht wahr, sondern eben auch die schönen Künste fördern. Denn
Einstein hat einmal gesagt, das Wissen ist begrenzt. Aber die Fantasie ist wichtiger als das Wissen, denn die Fantasie umfasst die ganze Welt. Und die Musik ist die Kunst, die jedem Menschen in der Tat die ganze Welt öffnet. Und deswegen ist Musik, glaube ich, auch für die Bildung des Menschen wichtiger als Mathematik. Die Schweizer haben mal einen Schulversuch gemacht und haben 30 Klassen eine Stunde Mathematik genommen und dafür eine Stunde Musik in der Woche unterrichtet. Dann hat man nach 3 Jahren die Musikklassen verglichen mit den Mathematikklassen und hat sich herausgestellt, dass die Musikschüler auch in der Mathematik besser waren, nicht wahr, als diejenigen, die eine Stunde Mathematik mehr hatten. Das heißt, der Mensch wird eben in seiner Ganzheit gefördert, wenn nicht nur die rein mathematische Intelligenz gefördert wird, sondern eben auch die Kreativität. Die kreative Intelligenz ist genauso wichtig wie die kognitive. Zu Ihrem 80. Geburtstag haben Sie Ihr Klavier gegen einen Flügel eingetauscht. Welche Literatur spielen Sie denn am liebsten darauf? Ja, die ich spielen kann, nicht? Also keine schweren List oder so, das kommt für mich auch, Chopin ist zu schwer. Ich spiele dilettantisch schlecht und aber so, dass es mir gefällt. Mozart, Schubert, obwohl das eine Vermessenheit ist zu sagen, Mozart ist leicht, Mozart ist nicht, gar nicht leicht, aber man kann es vielleicht von der Technik her leichter spielen, auch Schubert als zumindest manche Kompositionen, nicht wahr, als andere Kompositionen, Beethoven auch nicht, aber also es ist, ich spiele halt die Musik, die mir Spaß macht und die ich eben auch spielen kann. Gibt es denn einen Künstler oder einen Musiker, den Sie gern einmal treffen würden und was würden Sie ihn denn fragen? Also im Moment imponiert mir sehr und gefällt mir sehr Simon Rattle, nicht wahr, der Dirigent der Berliner Philharmoniker. Ich hätte gerne Glenn Gould kennengelernt und mit ihm über Beethoven geredet, nicht wahr, den er etwas schlecht gemacht hat. Ja, aber er lebt ja nicht mehr und Friedrich Gulda auch nicht mehr, einer, der mir sehr gefallen und imponiert hat. War gut, unter den Lebenden gibt es natürlich viele, wenn ich mit denen man reden könnte, aber das... Das wären zu viele wahrscheinlich. Das ist, es gibt auch viele junge Pianisten, von denen meine Söhne zum Beispiel sagen, die würden besser spielen als die Alten. Nicht? Aber gut, ich kann das nicht beurteilen. Bei uns an der Musikhochschule gibt es auch ein Institut, und zwar das Institut Lernradio. Und die Studenten dort würde es interessieren, ob sie eher der CD zugeneigt sind oder auch ab und zu Radio hören. Ich höre auch Radio, nicht, weil ich ja viel mit dem Auto unterwegs bin. Und höre auch, ich meine, Gott sei Dank, des Klassikradios und auch der Südwestrundfunk, das zweite Programm. Was ich immer sehr bedauert habe und habe auch als Mitglied des Fernsehrats des ZDF das immer kritisiert, das Fernsehen, das ja gar nicht so von der Quote abhängig sein müsste, nicht wahr, wie die privaten Sender, also die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, müssen nach meiner Auffassung mehr klassische Musik bringen. Echt? Und auch mehr Opern fernsehgerecht aufarbeiten. Es gibt viele Opern, die sind wahnsinnig spannend, nicht? Und sind auf jeden Fall genauso gut wie manche Soft-Sendungen, nicht wahr, die wir abends im Fernsehen sehen müssen, nicht? Muss nicht, man kann ja abschalten. Also mehr klassische Musik, auch im Radio, nicht? Auch in den zweiten Programmen ist es ein bisschen dünn gesät und Wortbeiträge sind oft häufiger anzutreffen als Musik. Seit gestern sind Sie Schlichter bei Stuttgart 21. Außerdem sind Sie Autor und in zahlreichen Fernsehshows zu Gast. Kommt ein Heiner Geißler wirklich irgendwann mal zur Ruhe oder möchten Sie weiterhin in der Öffentlichkeit präsent bleiben? Ich weiß es nicht, weil ich ein Ende nicht vor dem Auge habe. Sie haben weiterhin Freude daran. Ja, wissen Sie, wenn man aufhört, wenn man bequem wird,
sag mal, wenn ich mein Leben darauf konzentrieren würde, mit dem Rasenmäher, also den Garten zu pflegen, nicht, dann kann man gleich den Sarg bestellen. Abschließend würde uns noch interessieren, Sie haben heute von der Utopie gesprochen, auch einer Utopie einer gerechteren Welt. Nun ist es ja so, dass viele junge Menschen zwar wissen, dass sie in einer ungerechten Welt leben, aber es gibt nur wenige, die sich aktiv für eine bessere Welt einsetzen. Wie möchten Sie in Zukunft dazu beitragen, dass junge Menschen sich verstärkt für eine bessere Welt engagieren? Ja, ich glaube, man kann sich für eine gerechte Welt nur dann begeistern, wenn man ein Konzept hat, von dem man überzeugt ist. Nicht, das ist das Problem. Und alle großen Veränderungen auf der Erde sind ja nicht einfach, wird nur durch Männer entstanden oder Frauen. Nicht, der Satz, Männer machen Geschichte, ist ein ganz falscher Satz. Ideen machen Geschichte. Nicht? Und die Jungen, aber auch die Älteren, aber vor allem die Jungen, die sollten Ausschau halten nach einer richtigen Idee, die ihnen gefällt, die ihnen für ihr Leben etwas gibt. Und es sind eben, was die Lebensbedingungen betrifft, sind es politische Ideen. Und darüber habe ich heute mal gesprochen, nicht? Über politische Utopien, die Hand und Fuß haben, aber eben eine ethische Grundlage und infolgedessen auch die Voraussetzung bieten, dass Menschen nicht je nach Kategorie unterdrückt werden. Und wer nicht selber dazu beiträgt, auf die Politik Einfluss zu nehmen und Politik zu bestimmen, der wird von anderen bestimmt. Die Politik geht weiter. Es wird immer politisch entschieden. Und wenn man sich daran nicht beteiligt, nicht wahr, dann wird man zum Objekt anderer Menschen. Herr Geißler, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich trotz großem Terminplan, knappen Terminplan Zeit für uns genommen haben und wünsche Ihnen noch eine gute Weiterreise nach Stuttgart. Dankeschön. Und Ihnen auch eine gute Reise. Wohin? Nach Hamburg? Nee, ich bleibe hier in Karlsruhe. Dankeschön. Wiedersehen.